im Deutschen Bundestag gemacht. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wer hat vorher geredet hier? Frau Süßmuth. Dann können Sie das Glas ruhig hier lassen, denn sie hat so viel Werbung gemacht. Wir können alle aus einem Glas trinken. Danke sehr. Ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf, in diesem hohen Hause. Das letzte Mal waren wir noch drüben im Altbau, aber hier haben Sie wirklich eine schöne, frisch gestrichene neue Heimat. Auch das Mobiliar gefällt mir. Nur die Stühle sind ein bisschen zu hoch, aber wie ich sehe, hat Nobby sich schon ein paar Stelzen gekauft. Und immer hacken Sie auf die Kleinen herum. Was haben Sie da gerufen? Ich hacke immer auf den Kleinen rum. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Klein. Bitte. Wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass ich einen solchen Zwischenruf nicht gemacht habe und ich mir alle Unterstellungen dieser Art von Ihnen verbitte? Schön gut, Herr Klein. Ja, Herr Lambsdorff, ich weiß, dass Sie Geld brauchen, aber ich kann Ihnen leider nicht helfen. Und Stoltenberg schon gar nicht. Der weiß ja nicht mal, wie er sein Steuerreformhaus finanzieren soll. Der Bangemann kommt mal wieder als Letzter. Der ist in der Kantine immer noch die ganze Reste auf. Ja. Und eins verstehe ich nicht, warum der Umweltminister noch immer in der Regierungsbank sitzt. Der wollte doch alle Einwegflaschen aus dem Verkehr ziehen. Und immer um diese Zeit geht Manfred Werner zum Friseur. Jeden Tag. Ja, nicht zum Schneiden, zum Polieren. Und dann Volker auf. Der Michael Schanze, der SPD. Auf welches Shampoo nehmen Sie eigentlich, damit Ihr Haar so gut sitzt? Bitte, keine Namen, ja. Schleichwerbung ist auch hier verboten. Ja, wenn ich Ihr Haar so betrachte, Herr Apel, machen Sie das mit Trockenshampoo oder ist das Milchpulver? Ja, Herr Vogel, Ihnen wasche ich später den Kopf. Nein, Opposition. Ich alleine mache mehr Opposition als Ihre ganze Fraktion zusammen. Niemand macht Blüm so fertig wie ich. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, danke. Idiot. Es ist langsam unerträglich geworden. Wir kriegen laufend Anrufe hier. Wir kriegen laufend Anrufe aus den Zuhörern der Bevölkerung, dass diese Zwischenrufe hier, und ich richte mich an alle Seiten des Hauses, unerträglich geworden sind. Bravo, Philipp. Bitte, gehört? Ja? Herr Bundeskanzler, Sie möchten gerne ein zweiter Szymanski werden, aber das schaffen Sie nie. Da können Sie noch so viele Hustenbonbons lutschen. Das ist nicht nur meine Meinung. Herr Drecker wird Ihnen auch noch Paroli bieten. Herr Bundeskanzler, Ihr Regierungssprecher hat in den vergangenen Wochen überall herumposaunt, dass Sie mit meiner Art Humor nicht einverstanden sind. Und das habe ich dem Ost nie geglaubt. Denn Sie wissen genauso gut wie ich, dass es immer besser ist, wenn man über einen Politiker lacht, als dass man wütend auf ihn ist. Aber das dauert jetzt so lange. Ich schlage vor, dass wir nach dieser Sitzung uns treffen in der Gaststätte gegenüber, trinken wir mal ein Bier und reden drüber. Ja? Aber ohne Friedhelm. Ich sage Ihnen allen danke sehr. Sie waren wirklich große Klasse. Doch wird Zeit, dass ich mal passe. Vielleicht gibt's diese Tage schon nie mehr. Trotz Ärgernissen werde ich sie sehr vermissen. Warum das Theater nur um einen kleinen Gag? Khomeini ist noch immer da, auch sie, nur ich bin weg. Hab mich grad verknallt in ein paar starke grüne Frauen. Schon sagt der Jenninger, die Zeit ist reif, um abzuhauen. Zum ersten Mal war ich mal Assistent. Liebe Rita, ich habe sie nur unterstützt, sie niemals für einen Lacher benutzt. Doch sie hört nicht mal, was ich jetzt sag zu ihr. Sie sucht wohl Norbert Blüm, doch der ist hier. Ich trinke auf Ihr Wohl, Herr Präsident. Ja, einen Toast auch auf die Roten. Danke für die Einschaltquoten. Bangemann bleibt heute abstinent. Jedoch beim Bieren
hat man's leichter mit Satire. Auf Ihr Wohl, Herr Hausmann, immer gut für Heiterkeit. Doch Schluss damit, jetzt wird es ernst, vielleicht Albrecht, vielleicht Breit. Liebe Helmut Kohl, Sie schauen immer noch beleidigt. Versteh ich nicht, Sie werden nächste Woche doch vereidigt. Ein Dankeschön an Hauptdarsteller Blüm. Ja, was hab ich nicht alles mit Ihnen gemacht? Ich hoffe, Sie haben auch selber gelacht. Ja, unser Vertrag läuft jetzt wohl aus. Als Gage spenden wir Ihnen Applaus. Danke, danke. Haben Sie das eben gehört von Karel? Keiner macht Blüm so fertig wie ich, sagt er. Das macht mich so traurig, dass ich mich jetzt in mein Haus zurückziehe. Auf Wiedersehen. Da muss ich mir eben erklären am Schluss schon, dass Blüm hier wohnt, war natürlich Quatsch. Aber vielleicht möchten Sie mal wissen, wer hier wirklich wohnt. Ja? Ah, tut sich nichts. Okay, das war's für heute. Auf Wiedersehen. In einem Bremer Studio wurde heute Abend deutlich, dass ein deutscher Minister einem holländischen Showmaster durchaus das Wasser reichen kann.